Ja, das gestern haben wir ja gut hinbekommen. Heute geht's weiter mit dem nächsten Tag. So, heute haben wir wieder vier Flüge. Aber wir lassen uns ein bisschen Luft. 6:45 Uhr. Ja, gut, das 6 Uhr Ankunft von Berlin. Ja, das müssen wir versuchen, Wien zu kriegen. Ja, möchte ich. So, erster Flug. Ah, okay. Dann haben wir unsere erste Aufgabe schon. Nämlich einen Bus fahren. Der eine ist noch durch. So. Der fährt hier ein bisschen, steht ein bisschen in der Gegend rum. Das heißt, wir fahren ihn dann direkt zum fliegenden Flieger. Oder wo sind wir überhaupt? Ich glaube nicht, dass der das ist. Oh Gott. So, den laden wir mal ein. So, hopp, hopp, hopp. Dann fahren wir den jetzt zurück zum. Vorfeld. Könnte ich jetzt zum Gate, meine ich natürlich. Weil müssen ja Passagiere wegfliegen. Kriegen. Ich glaube, so irgendwie Zeit haben wir ja auch nicht. Aufgabe abgeschlossen, ja. So, wir drängen uns mal ein bisschen vor. Die Kamera, damit wir da. So, ausladen. So, den Stimme erhöhen, damit wir hier ein bisschen. So, Teilaufgabe abgeschlossen, sehr schön für Berlin. Um 6:45 Uhr kommt der nächste. Der geht von Berlin aus direkt nach Guangzhou weiter. Oder nach China. Und der letzte Flug geht von Shenzhen nach London und mit unserem Zwischenstopp. So, gut, dann haben wir Berlin jetzt auch abgearbeitet. Kraftstofftransport. So, fahren wir den direkt. Wir müssen jetzt ein bisschen beeilen. Wir haben noch ungefähr eine Viertelstunde, also wir haben. Moment, Scheiße. Nein, verkackt. Oder? Kaufen schnell die Aufgabe. Wir haben den beendet. Hahaha. Wir waren schneller als er. So. So, dann geht der jetzt weiter. Bus. Wir brauchen dringend unseren zweiten Bus auf jeden Fall. Wollen das heute schaffen mit zwei Flügen auf jeden Fall. Weil das jetzt eh nur ein relativ kurzer Tag werden. Na, dann fahren wir das Ding jetzt zurück zum Flieger. Und so habe ich das gewusst jetzt irgendwie. Wenn ich die Strecke. Ja, ich muss es hin. Aber gut, wir haben jetzt 44 Minuten Zeit. Wir sind jetzt bald schon Level 4.
Klunk. War klar, dass der uns schön reinfällt. Ja, hallo, wir haben Vorfahrt gehabt, ja. Da hinten ist der Flieger. So. Na komm. Teilaufgabe abgeschlossen. Wie teuer würde mir der kosten? 1400. Nee, wir gucken uns das Ding einfach an. So, Aufgabe erledigt. Jetzt gucken wir uns den Gepäckwagen an. Na komm, gib her. Wir hätten zwei Flüge aussuchen sollen, die ein bisschen weiter auseinander liegen, damit wir die direkt hintereinander kriegen. Gut, der hat die Aufgabe erledigt. Das heißt, wir haben jetzt Zeit. Der nächste Flug geht jetzt los um 37. Also wir fahren kurz zum Terminal. Der Flug ist beendet, sehr schön. Sehr schön. Ich glaube, es ist erledigt. So, nächste Teil. Nächste Ding. Bus fahren wir. Nächster Flug ist London. Ja, das, was wir gestern abgeliefert haben, das war aber definitiv nicht gut. Das ist schon klar. Das muss heute besser werden. So, laden wir kurz die Passagiere ein, damit die pünktlich in den Flug kommen. Der ist ja um 6.45 Uhr, kam der ja an. Um 8.30 Uhr soll der heraus, also wir haben noch eine gute Stunde Zeit. Mal dringend darauf achten, dass wir auf jeden Fall unseren zweiten Bus wieder bekommen, dass das ein bisschen schneller abgeht. Gerade wenn wir mehr Flüge haben, wenn wir so 4-5 Flüge am Tag haben, dann muss das deutlich besser vom Verschatten gehen. Boah, Alter. Der gerade wieder so ein bisschen extrem.
Puh. So überlege ich mir gerade, ob ich nicht einfach ein neues anderes Projekt anfangen soll. Weil so macht es gerade. Also das Spiel an sich macht ja Spaß, aber es ist halt. Das Problem. Das ist halt genau das Problem. Es ruckelt ziemlich extrem. Das ist es halt. Ich kann in den Flieger, krache wahrscheinlich in den Flieger. Gut, perfekt. So, laden wir jetzt gerade ein bisschen aus. Haben wir Zeit genug noch? Den Gepäckwagen müssen wir ja dann kurz jetzt angucken. So, Teilaufgabe ist abgeschlossen. Jetzt mal. Ja. So. Haben wir es jetzt? Haben wir's. Tag überspringen. Das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Warte mal, obwohl ich kann ja. Halt. Wir sind ja fertig jetzt heute mit der Folge heute. Ich werde tatsächlich ein neues Projekt anfangen. Es macht gerade so keinen Spaß, weil es so extrem ruckelt. Da müssen wir mal gucken. Oder nur mal weitermachen. Oder wollen wir dann mal tatsächlich wieder in den Bussimulator gehen. Aber ich hoffe, ich gehe in den Bussimulator danach. Das ist. Also wie gesagt, an sich macht es ja Spaß, das Spiel, aber nicht so. Dann gehen wir jetzt mal, gucken wir gerade. Also es ruckelt gerade so extrem, das Spiel. Deswegen werde ich das speichern und dann wieder in den Bus einsteigen. Wir werden irgendwann mal wieder zurückkehren, definitiv, zum Flughafensimulator, aber nicht heute, jetzt, nicht jetzt. Dauert jetzt einen kleinen Moment, bis der fertig gespeichert hat und dann verabschiede ich mich. Wir sehen uns dann morgen wieder mit dem Bussimulator. Ja, bis dann, tschüss.